Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Tutorial über den Autopiloten in der A10. Ich werde ein klein bisschen was zu diesen Modis erklären. Das Video wird jetzt nicht ganz so lang werden wie die anderen. Würde ich sagen, legen wir einfach mal los jetzt hier an der Küste von Abu Dhabi. Fliegen jetzt gerade nördlich. Sogar ein bisschen Richtung Westen, wir sind Kurs 085. Und das erste, was ich jetzt erstmal machen werde, ist hier unten. Ist das Autopilot-Panel. Ich werde dann einmal schauen, dass ich das Flugzeug gerade halte und dann hier das Autopilot-Panel zeigen. Und zwar die einzigen beiden Knöpfe oder Bedienungselemente, die der Autopilot hat, sind hier oben der Engage-Knopf und der Modus-Auswahl-Knopf. Und der Engage-Knopf, den gibt es einerseits natürlich hier drauf und andererseits vorne hier auf dem Schubhebel. Das heißt, wenn ich den Autopiloten aktivieren will, brauche ich jetzt nichts anderes machen, als an meinem Hotas den passenden Knopf für den Autopiloten auszuwählen. Den drücke ich dann, dann erschüttet ein kleiner, ertönt ein kleiner Ton. Bing, und hier steht Altitude Heading, das ist der gerade aktuelle Autopilot-Modus. So, und jetzt hält das Flugzeug automatisch die Höhe und auch den Kurs, den ich bei der Aktivierung des Autopiloten eingestellt habe. Das ist der erste Modus, in dem er immer standardmäßig steht. Und zwar Altitude Heading, das ist der Knopf dort in der Mitte, steht der Auswahlschalter. Da gibt es wie gesagt noch Pass, Altitude Heading und Altitude. So, jetzt zu den beiden, zu den drei Modi. Wenn der mittlere ausgewählt ist, Altitude Heading, dann ist klar, die Höhe wird gehalten und der aktuelle Kurs wird gehalten. Wenn ich jetzt mal auf Pass umschalte, und zwar den Schalter dann nach oben, dann ist der alte Modus noch aktiv. Da muss ich den einmal kurz ausschalten und wieder anschalten. Jetzt steht dort Passhold. Dieser Modus macht nichts anderes als den aktuellen Flugweg, den der dieser Flight Vector hier im HUD anzeigt. Der wird einfach beibehalten. Also wenn ich, genau, da komme ich dann gleich nochmal zu. Wenn ich jetzt den Flight Pass Vector zum Beispiel unten auf diese kleine Stadt hier drauf halte. So, und dann jetzt den Autopiloten aktivieren. Dann kann ich den Joystick hier ohne Probleme einfach loslassen und das Flugzeug hält den Pass dorthin. Ich schalte nochmal eben aus, bevor wir zu tief nach unten kommen. Was ich nämlich dann dazu noch erklären muss, wenn ich jetzt eine größere Querneigung habe, über 10 Grad, wie die hier zum Beispiel, dann aktiviert der Autopilot nicht. Das heißt, ich kann das also nicht machen, um, sag ich mal, so einen Flugweg hier einzustellen. Ich kann das nur machen, wenn ich eine relativ kleine Querneigung habe, wie diese hier. Nee, doch, das ist so viel. Erst ab hier geht das. Also, eigentlich geht dieser Modus nur gut, wenn man irgendwie einen Sinkflug machen möchte. Wie im anderen Tutorial erklärt, als wo ich jetzt gesagt habe, wie man einen Anflug macht auf den Airport, dass man den so bei 7 Grad hier hat, im HUD den Airport, dann hält man den Flight Pass Vector drauf, macht Passhold und dann braucht man eigentlich nur ab und zu mal auf die Geschwindigkeit schauen, dass sie nicht so schnell wird. Ansonsten wird der Flugfahrt so beibehalten. Okay, Modus 1. Schon etwas komplizierter als der normale Passhold-Modus. Der dritte Modus ist hier Altitude. Und wie man sich schon vielleicht denken kann, macht der nichts anderes als die Höhe zu halten. Nur die Höhe. Denn ich kann jetzt auch, nein, das kann ich nicht. Ich muss den nochmal ausmachen. Diesen Modus kann ich auch bei Fluglagen größer als 45 Grad, größer als 5 Grad oder 10 Grad aktivieren. Das heißt, ich fliege jetzt mal so eine Kurve wie die hier. Schalte den an. Dann wird jetzt die Querneigung beibehalten und die Höhe wird beibehalten. Was sehr praktisch ist, wenn man jetzt, sage ich mal, hier befindet sich irgendwie das Ziel an der Kreuzung und man möchte einfach mal in der Nähe bleiben und ein bisschen am Targetbot rumspielen, weil man hier das Ziel sucht, was dort ist, oder man muss am THD ein bisschen was einstellen. So kann man das jedenfalls machen, dass man die A10 gut in der Luft parken kann.
Ja, dann muss man auch, wie bei dem vorigen Modi auch, natürlich aufpassen mit der Geschwindigkeit, dass der nicht zu niedrig wird, denn wir haben hier keinen Autoturtle oder so. Ich mache das meistens, dass ich so einen Wert von 2000 Viewflow einstelle. Und dann wird die Geschwindigkeit je nach Loadout mehr oder weniger gut gehalten, wie hier mit 250 Knoten. Ja, und dann fliegen wir auch hier schön um den Punkt herum, können an unserem Target-Pod ein wenig rumspielen. Ohne dass wir die ganze Zeit darauf achten müssen, das Flugzeug noch in der Luft zu halten. Weil einerseits den Target-Pod zu bedienen und dann gleichzeitig noch zu fliegen, kann manchmal tricky sein. Wir haben zwar hier so einen künstlichen Horizont, mehr oder weniger hier unten im Display. Auf jedem Display, wie jetzt ein Target-Pod und dem Situation-Display hier, ist das überall dargestellt. Kann jedoch trotzdem manchmal schwierig sein. Dann kann man diesen Modus hier gut benutzen, um das Flugzeug in der Luft an einem gewissen Punkt zu parken. Ja, dann würde ich den Autopilot nochmal deaktivieren. Also, wie ihr bestimmt schon gesehen habt, benutze ich nicht nur eigentlich gar nicht diesen Knopf, weil ich dann runter gucken muss, sondern nur den HOTAS-Knopf, der vorne ist. So, mache ich das wieder aus. Ja, der Autopilot-Modus wird ja immer hier stehen, zwischen Safe oder Armed und dem aktuellen Wegpunkt. Dann würde ich noch einmal zurückfliegen Richtung, Richtung Flugplatz. Das war dort drüben Richtung Sonne war das, jawohl. Dort liegt er. Und jetzt kleine Übung, was wir machen, wenn wir jetzt zum Flugplatz hinfliegen wollen. Da bietet sich natürlich Heading- und Altitude-Modus an. Kurz kontrollieren, ist er richtig, wenn ich dran rumgespielt habe? Nein, einmal in die Mitte. Nochmal genau zielen den Vektor, das aktuelle Heading aktivieren und fertig. Fahrt kurz gucken. Wir sind Triebwerke eingestellt. Ich ziehe das rechte immer ein bisschen zu niedrig aus. Und dann fliegen wir wieder zurück zum Flugplatz. Ja, soweit zum Tutorial mit dem Autopiloten. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr Informationen und mehr Tutorials für die AC bekommen wollt, dann abonniert mich, lasst mir ein Like da, würde mir sehr helfen, jetzt gerade am Anfang. Und würde mich natürlich darüber freuen, wenn ihr auch einen Kommentar da lasst, wie euch das Video gefallen hat, wie ich was verbessern kann. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Tutorial.